Was bedeutet unser Konsum? Unser Konsum bedeutet, dass wir uns mit Produkten glücklich kaufen, die in den ärmeren Ländern entwickelt werden, wo Firmen die Produkte zu Spotpreisen entwickeln lassen, durch das Ausnutzen der dort herrschenden Niedriglöhne und der oft verheimlichten Kinderarbeit, die meistens alle nur Centbeträge pro Stunde verdienen, um sie dann zu überhöhten Preisen in unserer sogenannten westlichen Welt verkaufen und um den maximalen Gewinn daraus ziehen zu können, die eh alle so produziert werden, dass sie schnell defekt sind, und wir wieder kaufen, kaufen, kaufen und nochmals kaufen. Wir gehen lieber mehr arbeiten, um mehr zu kaufen. Wir stürmen die Läden, weil wir keinen anderen Sinn in unserem Leben sehen, als uns glücklich zu konsumieren. Es sind die Statussymbole, die Ware, die Droge, mit dem wir uns in unserer Gesellschaft identifizieren. Hauptsache, ich bin der Erste mit dem neuen iPhone und nächste Woche kommt das nächste mit einer kleinen Veränderung, das man natürlich auch als Erster haben will. Dazu im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt, die von diesen Produkten nur träumen können, da sie schon Probleme haben aufgrund dieser Niedriglöhne, sich überhaupt was zu essen leisten zu können. Sie träumen eher davon, einen gedeckten Tisch zu haben. Unser Konsum bedeutet, das Ausbeuten unseres Planeten, das Ausbeuten der Rohstoffe, wie Öl, da Plastik ein Ölprodukt ist und um das Öl Kriege geführt werden, wofür sich die oberste Elite Lügen durch die Medien einfallen lässt, um an diese Rohstoffe zu kommen. Und dazu schiffen wir lieber die Produkte um die halbe Welt und verballern noch mehr Rohstoffe, anstatt sie regional herzustellen. Unser Konsum bedeutet das Ausbeuten der Länder mit den meisten Rohstoffen, deren Bevölkerung am Hungern ist, da wir ihre Rohstoffe für unsere Konsumgeilheit rauben, ihnen das Wasser wegnehmen, wie es zum Beispiel einer der größten Getränkehersteller, Nestlé, macht. Um es hier teuer zu verkaufen, hier Lügen verbreiten wie Ebola, damit das Militär in den Ländern gerechtfertigt ist, wo sie dann die Diamanten und das Gold rauben können. Mit dem Impfen und Genozid durch die Ebola-Lüge will ich gar nicht erst anfangen, alles faschistische Psychopathen. Und die meisten Menschen unterstützen diese menschenverachtenden Tatsachen mit ihrer Statussymbol-Konsumgeilheit, ihrem Ego-Gepusche, um sich besser darzustellen als andere, weil sie ja das neueste Produkt haben, das auf dem Markt ist. Dabei ist es überhaupt nicht wichtig, wie viel oder was man besitzt. Wichtig ist die Menschlichkeit, der Umgang miteinander, der Respekt und die Liebe, die Charaktereigenschaften und die eigene Persönlichkeit. Alles ist hier auf Wettbewerb und Konkurrenz getrimmt und keiner weiß mehr, sein Gegenüber zu schätzen. Hier geht es nur darum, wer besser ist als der andere. Jeder will sich mit dem anderen messen, egal in welcher Hinsicht, ob Statussymbol, Arbeit oder Sport. Es wird Zeit, das alles zu boykottieren.